Hallo, in unserem heutigen Video soll es um das Thema Brennnessel gehen. Auf diesem Kanal geht es ja besonders um die Verbesserung der Gesundheit, der allgemeinen Gesundheit mit gesunden Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten etablieren, aber auch darum, dem Lipödem beizukommen. Das ist meine eigene Geschichte, deswegen erzähle ich viel über meinen eigenen Weg und habe darüber auch ein Buch geschrieben. Wenn du es noch nicht kennst und dich für das Thema interessierst, dann empfehle ich es dir. Schau auf Amazon, da gibt es sehr gute Bewertungen für das Buch und bald erscheint ein neues. Aber dieses Buch ist wichtig, damit du verstehst und erfährst, wie mein Weg gewesen ist, dass ich erfolgreich aus dem Lipödem herausgekommen bin. Aber die Brennnessel hat dort einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Denn vor 7 Jahren haben wir einen alten, ausgedienten Bio-Bauernhof in Österreich gekauft und waren uns in den letzten 7 Jahren nicht so ganz einig, ob wir den Hof behalten oder nicht. Jetzt haben wir beschlossen, auf den Hof zu gehen. Und ich bin überwältigt von der Vielfalt und von der Frische und von der Naturkraft und natürlich von der vom Artenreichtum auf diesem Hof. Unter anderem wächst bei uns ganz viel Brennnessel. Die Brennnessel hat wunderbare Eigenschaften und ich habe das Glück, sie wirklich wie mit der Sichel ernten zu können. Sie wächst so häufig bei uns und sie hat verschiedene positive Eigenschaften, besonders auf dem Weg aus dem Lipödem heraus in die Gesundheit, aber auch auf dem Weg in die allgemeine Gesundheitsverbesserung. Brennnessel enthält sehr viel Kieselsäure. Kieselsäure ist verbunden mit Silizium und das stärkt unser Bindegewebe. Jeder, der Lipödem hat, der weiß davon, ein Lied zu singen, dass das verbunden ist mit einer Bindegewebsschwäche. Wir haben vermindertes Kollagen, wir haben leicht platzende Äderchen und viel blaue Flecke und natürlich auch Bindegewebsstreifen, Dehnungsstreifen und all diese Dinge, die das Leben mit Lipödem nicht gerade einfacher machen. Kieselsäure ist eine wunderbare Art und Weise, Lipödem zu Bindegewebe zu stärken. Natürlich braucht man für das Bindegewebe auch Kollagen, aber in Verbindung mit Kieselsäure und Vitamin C, was auch die Brennnessel liefert, sowie Eisen, kann man sich ein gesundes, frisches Bindegewebe peu à peu aufbauen. Aber die Brennnessel hat noch mehr. Sie hat Gerbsäure, Eisen, Chlorophyll. Sie enthält viel Pro-Vitamin A, Vitamin C, aber sie enthält auch Calcium. Und das ist natürlich auch eine gute Sache, denn wir haben nicht umsonst immer wieder Schwierigkeiten mit übersäuerten Geweben, mit Calcium auswandern aus den Knochen, aus den Zähnen in die Weichteile und dann werden wir steif und haben vielleicht auch Probleme mit Arteriosklerose, wo auch Calcium mit involviert ist. Calcium-Cholesterin-Verbindung. Aber die Calciumverbindungen aus der Brennnessel sind sehr gut. Sie sind für den Körper gut resorbierbar und von daher haben wir die Chance in Verbindung mit dem Vitamin C und in Verbindung mit Vitamin D, das Calcium und Vitamin K, was in allen grünen Pflanzen auch enthalten ist, das Calcium an die richtige Stelle in unserem Körper zu bringen. Was die meisten Menschen auch nicht wissen, ist, dass die Brennnessel Acetylcholin enthält. Und das ist ein Neurotransmitter, einer so ähnlich wie Dopamin, Serotonin, gibt es eben auch Acetylcholin. Und dies ist an der Steuerung der Aufmerksamkeit und des Wach- und Schlafrhythmuses sowie an der Nervenweiterleitung zu den Muskeln, damit sie kontrahieren können, beteiligt. Und Acetylcholin wird nachgesagt, dass es die Gehirnleistung unterstützt und die kognitiven Fähigkeiten verbessert, also befeuert, also dafür sorgt, dass dort mehr Energie entsteht, mehr Verbindung, Connection. Und deshalb ist auch die Brennnessel eine wunderbare Pflanze.
Die Brennnessel wächst bis jetzt noch. Jetzt haben wir Oktober und nach einer Regenperiode von mehreren Tagen treibt die Brennnessel wieder ganz frisch aus von unten, von dem Boden, und das würde ich nutzen. Ich würde nochmal rausgehen und mir einen schönen frischen Korb junger Brennnesselblätter holen. Guten Morgen, ich habe jetzt nach dem 2 Tage oder 3 Tage riesigen Regenwetter meine erste Runde jetzt mal wieder hier draußen gemacht. Diese herrlich kühle, frische Morgenluft zu genießen und mir natürlich gleich meine Kräuter zu holen für meinen nächsten Grünblattdrink. Und siehe da, na, hier sind noch ganz viele frisch ausgetriebene grüne Brennnesselblätter, und die hole ich mir jetzt. Brennnessel können wir also super verwenden für Tee, genauso wie für den Frischblattsalat, für den Frisch-Grünblattdrink. In meinen Coachings zeige ich den Leuten, den Frauen, die mit mir zusammen aus dem Lipidem herausgehen, wie ich meinen speziellen Grünblattdrink zubereite, aber du findest ihn auch in meinem Buch. Man kann natürlich dort immer die grünen, wildgrünen Blätter mit den Kulturgrünblättern kombinieren, solange wie die Natur frisches Grün hergibt. Gut, das waren so meine Tipps für die Brennnessel. Sie wirkt nicht nur blutreinigend und tonisierend, also stärkend, sondern sie hilft also die jungen Pflänzchen helfen auch, die Harnwege freizuhalten und auch zu entgiften. Denn aufgrund des hohen Chlorophyllgehalts hat sie eben neben dieser Eigenschaft, dass sie Giftstoffe mithilft binden und die Leber unterstützt bei ihrer Entgiftungstätigkeit, eben auch noch die Eigenschaft, dass sie viel Magnesium enthält. Und Magnesium, das wissen wir alle, hilft uns zu entspannen, hilft die Muskeln zu entspannen und hilft auch im ganzen Kohlenhydratstoffwechsel, in der ganzen Energieproduktion, auch wenn wir Ketone produzieren. Magnesium ist an über 200 verschiedenen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, und deswegen ist auch die Brennnessel eine wertvolle Pflanze, die uns viel Chlorophyll schenkt. Zu Chlorophyll habe ich auch noch mal ein kleines anderes Video gemacht, das findet ihr auch da oben als Link, und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder im nächsten Video sehen.